Es könnte durchaus mehr Raum geben für Kultur, Umweltgarten, alles. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Die Wiese. Hi, herzlich willkommen zur dritten Folge vom Kulturbeutel. Ich bin Manu und heute bin ich mit dem Fahrrad unterwegs, weil heute geht's zur Bike Kitchen. Da wird mein Fahrrad repariert. Ich habe so ein klapperndes Schutzblech und das wird heute auf der Wiese repariert. Die Wiese, das ist ein Gemeinschaftsgarten, denn heute geht's in der Folge vom Kulturbeutel darum, warum es wichtig ist, dass eine Kulturhauptstadt nachhaltig ist. Hallo! Hi! Du bist Lena. Ja, bitte. Und das ist die Wiese. Das ist die Wiese, kommt rein! Die Wiese ist ein unbebauter grüner Fleck in der Nürnberger Südstadt. Gemeinsam kann man dort gärtnern oder einfach nur entspannen. Außerdem finden dort immer wieder Veranstaltungen wie gemeinschaftliches Kochen oder auch Lesungen statt. Das große Thema dabei? Nachhaltigkeit. Warum muss eigentlich eine Kulturhauptstadt zwangsläufig nachhaltig sein? Ja, weil es ohne Nachhaltigkeit gar keinen Sinn macht. Also wir können schon so weitermachen, aber dann halt auch nur noch eine gewisse Art von Zeit. Und das wollen wir ja nicht, sondern wir wollen ja auch wirklich lange das Ganze machen. Was kann die Wiese dazu beitragen, dass Nürnberg nachhaltiger wird? Ja, durch verschiedene Workshops eben. Also wir versuchen ja schon viel mit Nachbarn und sowas, praktisch durch Aufklärungsarbeit und sowas, eigentlich einen kleinen Impact oder sowas zu haben. Wir gerade hier in der Südstadt sind eben auch ein ziemlich dicht bebautes Quartier sozusagen. Und das ist eines der wenigen unbebauten hier tatsächlich. Und man merkt es ja auch so im Sommer, die Straßen heizen sich extrem auf, weil eben überall Bebauung asphaltiert ist und sowas. Und wir versuchen halt schon, zusammen mit der Stadt Nürnberg, dass wir eben hier einen Ort schaffen, der so ein kleiner Ausweich, eine kleine Oase, eine kleine grüne Oase wird. Zum Thema Nachhaltigkeit gehört es auch, Ressourcen zu schonen. Nicht alles muss man immer neu kaufen. Deswegen lasse ich mir bei der kostenlosen Fahrradwerkstatt mein Fahrrad reparieren. Dazu gibt es eine mobile Werkstatt, stilecht auf einem Lastenfahrrad. Das Team hat das nötige Werkzeug und das Wissen, wie man Schläuche austauscht oder mein Schutzblech repariert. Wir schauen uns mal mein Fahrrad an. Ja. Ich hab's gesagt, das Schutzblech, das glaube ich, muss weg. Oder was meinst du? Ich würde sagen, es muss nicht weg, aber es ist schon gebrochen und du hast keinen Ersatzteil. So, ich würde sagen, von daher, es ist am besten, dass wir machen es weg. Wir putzen dann die Kette und dann wir ölen die neu und dann sollte alles einwandfrei funktionieren. Das gebe ich dir, so du kannst die Plastikteile wegmachen. Okay. Solange ich vorbereite die Bremsenreiniger. Also handwerklich bin ich ja eher sehr ungeschickt, aber so ein Ding aufschrauben kriege ich, glaube ich, gerade noch hin. Ich muss sagen, ich bin jetzt hier nach Nürnberg gezogen, habe natürlich kein Werkzeug mitgenommen. Deswegen bin ich sehr froh, weil ich so einen Schlüssel habe ich zu Hause nicht. Ist das jetzt euer Gemüsegarten? Genau, also hier wächst alles bunt durcheinander, wie man sieht. Also es ist schon wieder am Verblühen, weil wir schon wieder Ende August haben. Aber hier, ja, die Tomaten kommen gerade noch, Brombeeren. Der Salat, den haben wir dieses Jahr einfach wachsen lassen, weil ihn keiner geerntet hat. Salat. Das ist Salat tatsächlich. Ach krass. Und sieht man jetzt natürlich nicht mehr, aber da hat der Haufen schöne blaue Blüten. Ah. Und eben super gut für Bienen, Hummeln, alles, was sich so rumgetrieben hat. Hier auf der Seite sieht man eben den Food Cube. Mhm. Das ist eine Aquaponikanlage. Das ist praktisch so ein Kreislauf. Da hinten sind Karpfen eingesetzt, die praktisch durch das Wasser, also durch ihre Ausscheidungen, ist es so ein Wasserkreislauf, der dann wieder die Pflanzen bewässert und düngt. Das ist so ein Pumpsystem. Und hier sieht man quasi auch wieder Tomaten, Chilis, Sauerampfer, ja, ganz viel Minze. Da oben ist ein Zucchini. Und den Fischen geht es auch gut da drin. Ja, kann man mal schauen. Sind eigentlich gerade ganz munter und aktiv. Werden die dann auch geschlachtet? Ja. Ja? Ja, es gibt auch immer wieder Streitpunkte deswegen, weil natürlich Vegetarismus, Tiere und so weiter. Ja. Ist aber auf jeden Fall immer wieder eine Erfahrung, weil eben auch das Ganze, also wir machen es dann schon, es gibt einen Hauptschlachter, aber man ist praktisch eigentlich eingeladen, auch mitzumachen, ja, und es eigentlich auch mal selber zu machen, was auch wieder den Bezug zu meinem Essen eigentlich wieder herstellt. Ist das jetzt eine Chiller-Ecke von euch? Das ist, ja, eine selbstgebaute Paletten-Chiller-Ecke. Wie wichtig ist für die Nürnberger Kulturszene so grüne, nachhaltige Orte wie zum Beispiel die Wiese? Sau wichtig natürlich. Wir haben ja auch irgendwie Veranstaltungen mit Konzerten und Lesungen und so weiter. Und es ist halt nochmal ein anderes Flair einfach, würde ich sagen. Einfach so ein grünes Wohnzimmer halt einfach. Ist es schwer, an solche Orte irgendwie in der Stadt zu kommen?
ja, ist schon schwierig und es könnte durchaus mehr Raum geben für Kultur, Umweltgarten, alles. Wünschst du dir da auch mehr Unterstützung von der Stadt? Ja, also definitiv würde ich mich da freuen. Also ich meine, es wird immer mehr in dem Bereich gemacht auf jeden Fall und es gibt jetzt auch wieder, es wurden Stellen geschaffen, die sich genau um diese Thematik irgendwie kümmern. Aber so das ganze Thema Kultur ist ein wichtiges, also Kultur jetzt in seiner ganzen holistischen Angelegenheit ist eigentlich so wichtig, um eine Identifikation mit der Stadt herzustellen. Deswegen denke ich auch, dass da auch von städtischer Seite ruhig noch ein bisschen mehr neigebuttert werden könnte. Warum wird Nürnberg Kulturhauptstadt oder warum wird Nürnberg keine Kulturhauptstadt? Warum wird es keine Kulturhauptstadt? Ja, vielleicht, weil eben die Räume fehlen, dass es oft trotzdem zu bürokratisch abläuft, dass eben noch irgendwie zu manchmal zu starre Strukturen sind und zu wenig irgendwie Experimentierfreude. Auf der anderen Seite wird es, weil die Leute halt extrem eben nicht von oben herab, sondern von unten herab. Also es gibt so viel Graswurzelbewegung, wenn man es wieder so nennen will oder sowas, aber es sind so viele engagierte Leute da, die das Ganze bunt machen und sich voll dahinter klemmen und deswegen kann es halt auch klappen. Das ist schon die dritte Folge von meinem Kulturbeutel. Und ich lasse mir an jedem Ort was in meinen Kulturbeutel packen. Jetzt bin ich hier auf der Wiese und ich überlege die ganze Zeit, was gibt's hier für schöne Sachen, die ich hier abstauben könnte. Hast du irgendeine Idee, was da rein soll? Was magst du heute Abend essen? Oh. Schau, da haben wir Tomate, Mozzarella. Schau, Mozzarella. Na Quatsch, ich melk noch schnell die Kuh. Aber wir haben hier ganz coole lilane Tomaten. Das habe ich noch nie gesehen. Ne, das sind, danke. Keine Ahnung mehr, wie die genau heißen. Aber super special, super schön. Da ist auch oben so ein Stern drauf. Ja, also wenn du 12 Stück hast, hast du Europa. Und die sind schon reif. Beiß mal rein und probier es aus. Nein. Die sind noch nicht reif. Sehr gut. Freut mich. Danke. Mein Fahrrad ist repariert, die Wiese habe ich kennengelernt. Ich würde sagen, das war Folge 3 vom Kulturbeutel schon. Falls euch das Video gefallen hat, teilt es doch einfach mal gerne, damit mehr Leute mitbekommen, dass in Nürnberg ein Kulturbeutel unterwegs ist. Und ich fahre jetzt mit meinem Fahrrad ohne Schutzblech nach Hause. Tschüss.